Bam! Der Podcast Wir und Heute hat heute einen besonderen Gast, nämlich Willi. Nee, das ist jetzt sehr, sehr ungerecht. Martin Geiss, für den grauen Himmel über der Ruhr zuständig und den stets tenorhaften David Schraven. Aber ich höre mich heute nicht an wie Willy Brandt. Aber erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Das dürfen wir nicht vergessen, wir sind wieder da. Wir haben eine ganz kurze Pause nur gemacht. Ganz kurze Pause und ich will eigentlich den ganzen Tag nur hören, liebe Berliner und Berliner. Das ist der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden. Und er hat versprochen, damals in dieser wahnsinnigen Rede mit dem blauen Himmel über der Ruhr, freie Fernseher für alle Rentner. Also nicht GEZ-Gebühren, sondern der wollte den Fernseher schenken. Das war so eine sozialdemokratische Forderung. Die sollten alle an der Kiste verblöden, veröden und ich weiß nicht was. Guten Tag, David. Wir haben heute besondere Produktionsbedingungen. Wir haben Radio im Hintergrund. Ist das GEMA-pflichtig, wenn das läuft? Nee, das müssen wir noch ausschalten. Das machen wir ausschalten. Ne? Yvonne, kannst du mal das Radio ausmachen? Bitte? Danke. Okay, wir haben es geschafft. Fällt mir nur gerade so ein. Es ist ein unglaublich trüber Tag. Das soll uns nicht davon abhalten, optimistisch in die Zukunft zu sehen. Lass uns reden über was. Über was? Ich möchte gerne reden über den Geierabend. Eine riesengroße Premiere, die wir letztes Mal angekündigt hatten. Wir haben Karten zu verlosen gehabt. Die hat der Martin bestimmt eingelöst. Ja, das habe ich gemacht. Und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch den Leuten, die sie gekriegt haben. Okay, Geierabend-Premiere müssen wir reden. Wir müssen reden über einen sehr abenteuerlichen Vorschlag der Wirtschaftsförderung Ruhr, die sagt, die Gewerbesteuer müssen runter, Gewerbesteuer müssen zusammengehen. Oder sollen wir das so machen, dass wir nächste Woche einfach den Chef einladen? Aber dann macht die doch jetzt mal richtig heiß auf die Nummer. Ich habe das gelesen. Ja, klar, können wir machen. Rasmus Beck, der ist ja hier um die Ecke irgendwo, arbeitet er in so einem Turm und verwaltet da die Brachflächen oder was? Keine Ahnung. Nein, das ist ein guter Mann. Ist, glaube ich, wirklich ein guter Mann. Den laden wir ein. Wir machen nächste Woche ein Wirtschaftsspezial, aber das war jetzt nicht diese Woche. Diese Woche müssen wir noch reden. Wir können aber auch reden über euren Empfang hier. Das Korrektiv macht ja Empfänge, Jahresempfänge, zu einer Zeit, wo ich nicht kann. Das könnte ich jetzt persönlich nehmen, aber es geht mir eigentlich relativ vorbei, weil ich glaube, es gab noch nicht mal lecker Essen, oder? Doch, es gab partiell vegetarische Mettbrötchen. Oben vegetarisch, unten vegetarisch, in der Mitte ein bisschen. Komm, lass uns was länger zurücklegen. Lass uns den Geierabend hinter uns bringen. Ich bin jeden Abend da, die Stimme muss eigentlich geschont werden, auf der Bühne und bin das gerne. Schön, weiter. Okay, dann machen wir es nicht. Nein, jetzt, ich fand die Premiere war echt gelungen. Du bist immer so begeistert, das mag ich so. Ja, aber weil ich das so spannend finde, weißt du, als ich das erste Mal da war beim Geierabend, da war das eine schöne Veranstaltung, sehr schön. Ich habe mich auch sehr kaputt gelacht. Und seit diesen 3 oder 4 Jahren, glaube ich. Ich weiß ja auch nicht, dritte Mal, vierte Mal, keine so Ahnung. Ja. Ungefähr ist da mit einmal so ein Schwung reingekommen. Das ist richtig modernisiert. Riesen Videokunst. Das ist ein guter Typ, das müssen wir mal sagen. Also, und das finde ich so schön, dass du so immer abgreifst. Ne? Also Patrick Praschma hat bei uns die Videos gemacht. Der animiert das wirklich toll. Also der ist nicht viel gefilmt, viel Animation, Stop-Motion-Tricks und ich glaube, der macht das ziemlich gut. Also es gibt Leute aus dem Theaterbereich, die sagen, das ist zu viel, dass er schlägt das, was auf der Bühne passiert. Ich glaube, wir machen ja nicht in dem Sinne Theater, wir machen ja so eine Show, so eine Revue und da hat man andere Regeln. Und das macht er mit relativ einfachen Bordmitteln und der hat eine tolle, tolle, tolle Bildsprache. Und Praschma, was ist? Dann komme ich hierher und dann heißt es ja, Praschma war hier beim Korrektiv. Die werden sofort abgesaugt, ja, und hier, ja, verknechtet wahrscheinlich, müssen irgendwelche Arbeiten machen. Wir planen ein Figurentheater zusammen. Wir wollen für die Fidena, für das Puppenspielfestival, wollen wir ein Figurentheater bauen. Das ist wahnsinnig, mit Till und so. Ja, auch Beckmann. Alle werden sie abge... Die Maske gibt nachher Martin und spricht dem Willy Brandt. Das Lustige ist, so diese Ausführung, ich finde das ja schön, dass man sich da so austauscht und vernetzt. Wir hatten das ja eine Weile mit dem Dortmunder Stadttheater, dass da Leute uns abspenstig. Gibt es da was Neues mit dem Dortmunder Stadttheater? Ich habe nur gehört, Tommy Finke, der hört voll auf. Ne? Tommy hört auf, weil er nicht, ja, die hören ja alle auf im Grunde. Also es sei denn, die haben mit der neuen Intendantin Verträge geschlossen. Tommy ist für mich ja nach wie vor einer der interessantesten und besten Menschen aus der Musik hier in der ganzen Gegend, weil er halt nicht nur Musik kann, sondern er kann die in Zusammenhängen denken. Und irgendeiner von den großen Brecht-Musikern, frag mich jetzt, weiß nicht. Ich kenne keinen. Ja, Weil? Gut, Weil oder sowas hat gesagt, wer nur von Musik, was da steht, versteht auch davon nichts. Ich weiß nicht, wird vielleicht nicht Weil gewesen sein, aber das finde ich so interessant.
weil Musik immer im Zusammenhang gedacht werden muss, auch, auch als Produzent und als, als, als Darsteller von Musik und so. Du musst immer denken, wofür mache ich das, mit wem mache ich das, an wen adressiere ich das, und das kann der Tommy wie kein anderer. Ja. Aber reden wir, sag mal, was dir gefallen hat beim Geier, Entschuldigung. Genau, ich wollte nämlich auch ein bisschen über den Geier andrehen. Großartig fand ich natürlich Frenzy, die Kettenraucherin, ja, das ist ja eine längere Figur. Ne? Ja, die gibt es schon Jahre. Boah, Hammer. Sandra war super. Sandra hat diesmal nicht so eine Solonummer. Wir haben ja diese kleine Solonummer. Nein, aber diese fette Solonummer, wo sie letztes Jahr den Baum gegeben hat und dann mal den Bundesadler gegeben hat, hat dieses Jahr wieder der Kollege Krüger gemacht mit diesem Wutbürger, wo ich sage, da gefällt mir der Twist, den wir gefunden haben. Da ist jemand, der ist potenzieller AfD-Wähler und ist stinksauer, weil die versprochene Ausländerschwemme ausgeblieben ist. Und er hat darauf gesetzt, der hat sein Leben ausgerichtet, dass er da irgendwelche schäbigen Bettenburgen an die Syrer vermietet. Jetzt kommen die nicht. Und dann dreht er durch und das wendet sich gegen die AfD. Und das so dieses Spießige ging, ist nicht total schön. Also wie er das macht, hat er auch geschrieben. Ja, fand ich auch richtig schön. Also es ist so ein von den Stücken gewesen, die mir richtig im Kopf geblieben sind. Trotzdem Frenzy ist noch spannend. Die Gerüchte sagen, dass die aufhören will. Ne? Die hört auf, ja. Die ist ja nun ewig schon dabei. Also sie ist beim Geieramt seit 98, so lange wie ich. Und hat ja vorher schon 15, 20 Jahre Rocktheater, Nachtfeen und anderes gemacht. Und jetzt ist der Geieramt an einem Punkt, wo sich Sachen neu entwickeln. Also so mal wieder neu entwickeln. Und wo so langsam die nächste Generation danach rückt. Und dadurch ändert sich vieles so, wie man es macht, warum man es macht, welche Themen man wie bearbeitet. Und da hat Frenzy dann gesagt, ja, das ist dann aber nicht mehr so ganz das, was ich so machen möchte. Das ist verständlich, das ist bedauerlich, aber es ist so. Und Wandel, ja, Chance. Wandel ist nötig. Wandel ist immer nötig. Das ist, ne. Trotzdem, also wenn das wirklich so ist, ich meine, du trittst auch schon seit 20 Jahren zurück. Ne? Also von daher, man weiß es nicht. Kann auch sein, dass... Das glauben bei mir immer noch Leute, das ist nicht so schön. Meine jetzige Begründung ist so schön. Die hören ja nur zu, für mich ist es der letzte Geier, dann kriege ich mal so ein enttäuschtes Ohr, davon lebe ich, darin bade ich mich. Und die Begründung ist, ich werde jetzt Planungsdezernent beim RVR, weil das seien so meine Kernkompetenzen, nichts können, die Schuld auf andere. Das kann ich super, und das, aber dann müsste man bei den Grünen eintreten. Das schaffe ich, glaube ich, nicht, also trotz allem. Schaffe ich das nicht. Und dann habe ich jetzt die erste Rückmeldung gehört aus dem RVR, man ist ein bisschen erleichtert. Und das finde ich sehr, sehr lustig. Also es waren ja ein paar RVR-Leute da bei der Premiere. Und am Montag hat man dann im Büro darüber gesprochen. Die sind total erleichtert, dass sie nicht wirklich drin vorkommen. Also dass der Pannekopf-Orden nicht an sie gehen kann mit dieser Planungschaos-Geschichte. Was die leider übersehen, jetzt muss ich nochmal deutlich sagen, der einzige Grund, warum der RVR nicht prominent im Geieramt vorkommt, ist, keine Sau interessiert sich dafür. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja, hatten wir auch schon. Das ist so ein Nerd-Thema, aber wir sind ja auch Nerds. Aber sag du noch mal was. Jugendgeierabend fand ich noch ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte halt einen jungen Gast mitgebracht, einen 13-Jährigen. Der war richtig begeistert. Der war auf zwei Sachen war der begeistert. Normalerweise denkt man, dieses Programm ist halt für ältere Leute. Das ist halt so ein Ding, was weiß ich, was Leute anspricht, die politisch interessiert sind, die natürlich auch Klamauk da gerne bei haben. Trotzdem ist er total drauf abgefahren. Und das war halt dieses Klamaukige, dieses Spaßige. Musst du auch haben, ja, und das fand ich super. Und dann kommt noch was dazu. Die erleben halt heute unheimlich viel elektronisch, aber so live erleben, Menschen, die was machen, das begeistert Jugendliche halt echt. Aber das ist glaube ich, so die ganze Popbranche und Rockbranche lebt ja mittlerweile von den Konzerten. Das heißt ja für Live-Konzerte noch das Doppelte von dem, was du beim Geieramt bezahlst. Also so für mittelbekannte Bands. Ich weiß nicht, was ist ja egal. Und ich glaube, das genau, und das ist jetzt der Gegentrend zu dem, was Kai Voges mit seinem digitalen Theater macht. Ich glaube, die Leute lieben es, einfach Menschen schwitzen, stammeln zu sehen, also so den Witz in dem Moment zu produzieren und eventuell live auf die Situation einzugehen, die ja gerade herrscht, mit den Menschen zu sprechen, die da im Saal sitzen und so. Und das ist, glaube ich, genau, das füllt diese Nische der Sehnsucht nach Authentizität und Echtheit. Wollt ihr denn mit dem Geieramt auch auf so eine junge Ebene runter, dass ihr sagt so, hey, sollen wir gucken, ob wir jünger werden? Habt ihr da mal überlegt? Also unser Publikum ist ja etwa so alt wie das Theaterpublikum, an einigen Stellen sogar noch ein bisschen jünger zum Glück. Es ist so, dass in der Comedy und im Kabarett du immer die Leute vor dir sitzen hast, die aus deiner Altersgruppe eigentlich kommen. Und da bei uns wahnsinnig viele Leute, die jetzt so nach und nach aufhören, über 60, weit über 60 sind, hast du ein entsprechendes Publikum. Und jetzt machen wir wirklich den Versuch, jüngere Leute zu holen, auf die Bühne zu holen und dann jüngere Leute vielleicht auch im Publikum zu holen, weil die allen irgendwann auch keinen Bock mehr haben. Das ist so 70, 75-Jährigen irgendwann beschwerlich, da rauszufahren. Das ist ja am Arsch der Welt, diese Zeche Zollern und man sitzt so komisch und ich weiß nicht was alles.
Und es funktioniert nur, es kann nur weiterleben, wenn du die nächste Generation ansprichst. Das heißt bei uns nicht die 13-Jährigen, leider, ja. Sondern wir sind ja schon froh, wenn wir die 35-Jährigen da haben. Was ist denn mit Comedy? Also was ich jetzt erlebt habe ein paar Mal, da bin ich auch am Überlegen, dass man auch mal Comedy macht. Also dass man auch hier, hier wo wir jetzt sitzen, Comedy-Vögel holt. Du hast halt diesen Poetry Slam eine ganze Zeit lang gehabt, der ist gepoppt wie Sau. Ja. Und jetzt Comedy-Pop. Ich glaube, mittlerweile ist Comedy längst das, was Poetry Slam war. Also es gab vor einigen Jahren schon in der Süddeutschen mal einen längeren Artikel darüber, dass Poetry Slam so seine Schärfe verloren hat, dass er nur noch gefällig ist, an Volkshochschulen unterrichtet wird und in der Schule angewendet wird, um die armen Schüler mal wieder an Goethe heranzuführen und dass die subversive Kraft da ein bisschen verloren gegangen sei. Das sehen die Poetry Slammer natürlich anders. Ich glaube aber, dass Comedy längst diesen Job übernommen hat und ich sehe großartige Comedy-Leute. Also ob das der Moritz Neumann ist, der jetzt den Techmal geholt hat, oder ob das der Till Reiners ist, oder ob das Felix Lobrecht ist, der so herrlich politisch unkorrekt ist, der aber sehr genau weiß, wo er herkommt. Und die sagen jetzt nicht mehr, Merkel ist doof und AKK, sondern die machen das ganz anders subversiv, erzählen ihre Geschichten, ihre Elendsgeschichten teilweise, ihre verrückten Geschichten und stellen dadurch die Sachen in Frage. Und das ist der alte Streit. Günter Wallraff saß mal mit Herbert Feuerstein zusammen in so einer Talkshow vor 400 Jahren. Feuerstein war der Mann, der von Mad kam. Und Wallraff, der völlig humorlose, linke, ich muss aufklären Typ. Und du merkst, das kam nicht zusammen. Also so, und ich finde eigentlich das, was Mad gemacht hat und was Feuerstein mit Harald Schmidt in den guten Jahren gemacht hat, dieses generell subversive Infragestellende, viel, viel, viel tiefgehender, als irgendwie zu fragen, ob jemand Steuergelder verschwendet hat. Finde ich total wichtig. Ich finde halt, dieses Format erzählt aus dem Leben heraus. Mhm. Du hast dann halt nicht dieses, ich habe erstmal einen politischen Überbau und davon muss ich runterreflektieren, bis ich was sagen kann. Die Menschen erzählen von ihrem Erleben, daraus passiert was. Ich habe mir jetzt ein paar so, ich sag mal, deutsche Comedy-Leute angeguckt. Und ich fand das halt total überraschend. Die erzählen aus ihrem Beruf heraus, das ist das, was sie erleben. Mhm. Und dann packen sie die lustigen Situationen davon und versuchen, die dann halt zu pointieren, nachzuspielen. Das ist so ein bisschen mehr als Mario Barth. So, da ist so, ich bin Lehrerin, was habe ich denn als Lehrer Cooles erlebt? Ich bin Maurer, was habe ich als Maurer Cooles erlebt? Und das ist ja zutiefst politisch. Das ist im Prinzip ist das der Anfang 70er Jahre politische Begriff. Ne? Ingo Insterburg ist das eigentlich. Also alles ist politisch. Naja. Finde ich spannend. Ja, macht was mal. Also es ist natürlich schwer bei Comedy, also so eine schlechte Band kann immer noch Songs covern und denkst, das ist von den Beatles, kenne ich. Bei Comedy ist das schon echt schwer. Also die müssen schon was können, damit du die ertragen kannst. Ja, und das ist das eine. Und das zweite, du musst halt so ein Ambiente dafür haben. Mhm. Dafür brauchst du schon ein paar Leute. Und das funktioniert halt ähnlich wie Poetry Slam. Das funktioniert, glaube ich, so ab 3. Überleg dir mal, du hast einen, der ist scheiße. Also das ist dann sofort, das ist der Arme. Herr Lobrecht macht, also du musst dir mal angucken, was in der Grugerhalle heute die Halle voll macht. Das sind keine Bands mehr, das sind immer Comedians. Ich steige in den Business ein. Ist egal, er macht das. Okay. Aber lass uns jetzt bitte, weil ich ja quasi unausgesprochen ausgeladen war, ihr habt hier einen Jahresempfang gemacht, wie der Bischof, wie jede gute IHK und jeder katholische Kindergartenverband. Harte Party? Nein. Och. Nein, wir sind doch, du weißt ja, wir sind doch partiell Vegetarier. Mhm. Wir haben das Mettbrötchen mit Zwiebeln diesmal gegessen. Mhm. Wir haben hier ein bisschen gequatscht, ein bisschen geklönt, ein paar interessante Sachen waren da. Den Ausblick auf das nächste Jahr haben wir gegeben. Erzähl mal was darüber. Wir bauen gerade mit unheimlich viel Energie eine Jugendredaktion auf, wo wir zusammen mit dem Müller Verdi Günger, mit der Ella Bilan eine Redaktion aufsetzen, wo Jugendliche lernen sollen, wie man Nachrichten macht, wie man Nachrichten betreibt. Die sollen eigenen Sender betreiben, eigene Kanäle, YouTube-Kanäle betreiben. Und das mit möglichst vielen. Das wird super spannend. Also da haben wir gestern drüber gesprochen. Wir haben über die große, große Klimaredaktion gesprochen, die wächst, wo wir extrem viel Energie reinsetzen. Das sind unsere Klimawochen. Wir sind jetzt Ende des Monats in Gelsenkirchen, dann in Bottrop. Und Achtung, in Recklinghausen. Wo seid ihr in Recklinghausen? In der Schmiede oder wo? Nee, im Buchladen, glaube ich sogar. Ah, okay. Und da war auch noch so ein Ding, das hatten wir uns überlegt. Man kann dann halt in diese klassischen Veranstaltungszentren gehen, aber warum nicht in die Buchläden? Ja. Warum nicht da, wo die Menschen lesen, das Wissenschaft? Als Zeitraum nehme ich an, aber egal, Super Projekt.
Dann haben wir ein bisschen darüber erzählt, dass gerade vom Can Dündar die Bücher in der Türkei verbrannt werden sollen. Ich habe privat Ärger bekommen. Echt? Warum? Weil ich ein Bild gepostet habe, ich verlasse vorübergehend den demokratischen Teil der Bundesrepublik Deutschland, als ich ins Konsulat gegangen bin und meine Begleiterin, die mir persönlich zugeneigt schien, ist richtig böse und hat gesagt, das kannst du nicht machen, ich krieg Ärger und so. Ich sage immer, ich habe noch nicht mal so meinen Namen dahinter lassen, dein Name taucht nicht auf, nichts oder so. Also man ist da doch dann sehr empfindlich und hat Sorge, dass ein Hauch von negativer Äußerung über den türkischen Staat persönliche Folgen haben kann. Da ist Widerstand schwer. Habe ich Ärger bekommen. Ja, was ich halt irre finde, ne, bei der Sache, ein Bekannter von mir, der hat so ein Café aufgemacht gehabt, türkisches Café. Also ein deutsches Café, aber mit türkischem Betreiber, was weiß ich, das sah halt aus wie ein türkisches Café. Und der arme Kerl, der hat halt versucht, Kaffee zu verkaufen. Und jeder, der reinkam, hat gesagt, was macht eigentlich Erdogan? Bis der keinen Bock mehr hatte und aufgehört hat. Das ist echt schlimm, scheiße. Ne? Ja, aber jetzt gibt es ja demnächst die Erdi-Schulen hier in Deutschland. Also die Türkei will Schulen eröffnen, habe ich gelesen. Ja. Wir hatten ja lange die Saudi-Arabische Schule in Bonn, die dann gesagt haben, wir geben auf, weil das NRW-Schulsystem so toll ist. Das fand ich sehr, sehr lustig. AfD ein Thema für mich an zwei Stellen. Das eine ist, hurra, hurra, die Schule brennt nicht, aber hurra, hurra. Es ist durch. Also die Recherche, Korrektiv, Benzmann und ZDF, hilf mir. Frontal, Entschuldigung, 21, haben ja Spendengeschichten und so weiter. Und jetzt stand das Ding vor Gericht und das Gericht hat gesagt, die Strafe der Bundestagsverwaltung geht völlig in Ordnung. Also das heißt 200 sowieso 1.000 Euro. Die müssen alles lacken. Da lohnt sich Journalismus. Und wir sind denn weiter auf Fersen. Ich finde ja immer noch, man sollte einen Anteil abkriegen. Ja. 10% für den, der das rausgefunden hat. Ja, aber, wie Finderlohn, ja. Ja, aber leider gibt es keinen Kopfgeldjournalismus. Aber das Interessante ist deshalb, weil ich habe mal vor Jahren den Leyendecker, den größten, also nach eigenen Aussagen allergrößten, lebenden, investigativen Journalisten, Spiegel, Süddeutsche, Kirchentag, also das ist so seine Karriereleiter, gesprochen. Er hat so ein Buch rausgebracht über seine investigative Recherchen. Und dann habe ich gedacht, ja Leute, das ist alles schön und gut, aber letztlich, alles, ob das nun Siemens oder irgendwelche schmutzigen Geschäfte anbelangt, vor Gericht ist wenig gelandet und das Allerwenigste hat zu irgendwelchen Gerichtsurteilen geführt. Also natürlich ist das Politische was anderes als das Juristische, das weiß ich, aber dass eine investigative Recherche nachher mit einem Urteil endet, unglaublich selten. Also denk an Envio in Dortmund, diesen Umweltskandal, das ist alles Sauerei, das ist alles Mord und Totschlag. Ging da zu Ende mit Unentschieden, ne? Ja, ja. Und das ist auch hier Eschede, dieses Bahnunglück. Nachher war keiner schuld. Und wir werden es, wir können gleich darüber reden, zehn Jahre Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Das Love Parade. Will auch keiner mehr gewesen. Ist keiner gewesen. Love Parade will keiner gewesen sein. Nein, das andere auch. Ja, aber da sag ich was dazu. Sag was dazu. Also wir feiern heute quasi, oder vorgestern wurde gefeiert, 10 Jahre Ruhr 2010, Kulturhauptstadt. Und dann habe ich im WDR einen Beitrag gehört und bin wieder unter die Decke gegangen. Ja, man feiere jetzt 10 Jahre danach und das seien ja viele tolle Sachen in Erinnerung. Die Eröffnungsfeier, das Stillleben auf der A40 und die bunten Luftballons-Schachzeichen. Da dachte ich, irgendwas fehlt. Habt ihr nicht jetzt ein Ereignis vergessen? Aber der WDR macht auch so PR-Journalismus an der Stelle. Ja. Also man kann Ruhr 2010 nicht erzählen, auch nicht in einem Halbsatz erzählen, ohne zu sagen, Love Parade 21 Tote, gewollt von allen, die dafür verantwortlich sind, in Kauf genommen. Und wenn du dann nur mit Luftballon kommst, dann hast du irgendwie einen Schuss, muss ich leider sagen. Ja, geschicktes Weggucken, ne? Ja. Aber das haben die ja schon direkt angefangen, quasi, als das noch gebrannt hat, ne? Als die Leute dann noch im Rettungseinsatz waren. Tja. Kannst du dich an ein Bild erinnern? Wie der Sauerland da stand, hier der Gorni, wer war da noch? Der Pocher und noch wer. Und die haben da gestanden und haben auf dem Handy, hat der Sauerland geschickt gekriegt, da ist die Katastrophe passiert. Da haben die gerade so ein PR-Sprechtreffen da gehabt, um zu sagen, wie geil das alles ist. Und dann ist der, als sie die Nachricht gelesen haben, haben die sich alle so verpisst. Und der Pleitgen hat dann nachher auch noch so was erzählt, wie er wäre es nicht gewesen. Ne? Nee, er wollte ja immer nur so Ringel rein. Aber ganz kurz, das haben wir jetzt erwähnt, Kulturhauptstadt 10 Jahre danach. Das sind immer diese Leuchtturmprojekte, wovon man im Ruhrgebiet so gerne lebt. Wir können ja nächste Woche, wenn wir diesen Wirtschaftsförderer da haben, auch mal über Olympia reden. Genau. Hat das was gebracht? Olympia? Ruhr 2010. Also wir waren nachhaltig? Kulturhauptstadt. Ja. Also jetzt muss ich mal ganz lange überlegen. Also das Ruhrmuseum ist im Ruhrmuseum. Hat nichts damit zu tun, wäre eh eröffnet worden. Echt? Mhm. Okay.
Ist irgendeine Bahn pünktlich gekommen deswegen? Auch nicht, ne? Was war denn mit Zollverein selber? War Zollverein? Zollverein war schon Weltkulturerbe. Also ich glaube, Zollverein war Grund dafür, dass man Kultur geworden ist. Also mit der A40, mit der gesperrten. Das war schön. Das war schön. Hat da was gebracht? Also das einzige Projekt, was überlebt hat, das ich kenne, das ist Urbanetics, diese Artistenklamotte. Und die ist richtig, richtig gut. Und ansonsten? Aber Urbanetics ist richtig klasse, da tanzen die Rap und so. Dann lass uns über den Zoobrand reden. Ich sehe unheimlich gerne Orang-Utans. Also wenn ich mal in Berlin noch ein bisschen Zeit habe und dann an diesem mittlerweile heruntergekommenen Bahnhof Zoo, da Bikini und so weiter, da im neuen Einkaufszentrum, dann nehme ich auch die 36 Euro und gehe in diesen Zoo und könnte mir stundenlang Orang-Utans angucken und bin da ehrlich hin und her gerissen. Ich mag diese Viecher. Und ja, die sind eingesperrt und ich weiß, in Borneo brennen die Wälder und irgendwelche Wilderer klauen die Affenhoden, weil sie da irgendwie geile Gefühle mit haben, wenn sie daran rumlutschen, was weiß ich. Also die Tiere werden ausgerottet und der Lebensraum wird vernichtet. Und diese Skepsis und diese Ablehnung von Zoohaltung, ich finde es echt problematisch. Weil die kommen an, natürlich ist das Projektion. Wenn ich einen Menschenaffen sehe, ist das Projektion. Wenn er irgendeine Geste macht, denke ich, ja, mein Opa hat auch immer so geguckt. Da kann aber der Affe nichts für, also... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich fand das sehr spannend. Das ist ja abgebrannt. Sehr schnell hat man gesagt, die Ursache ist bekannt. Mhm. Diese Papierhöhlenflieger mit Teelichtern, die waren das. Die sind da runtergekommen, haben das Ding angezündet. Und alle Leute waren schnell aufgeregt und dann war der Schuldige gefunden. Die Leute haben sich gestellt, haben gesagt, so hier, wir haben den Scheiß fliegen lassen. Die haben... In der enorm, Umgebung. Ne? Das fand ich enorm, dass sie ja, sich gemacht haben. Ja, klar, ist doch in Ordnung, so macht man das. Dann nimmt man das hin, was man gemacht hat und steht dazu. Und die haben drumherum halt ein paar von den Fliegern gefunden, alles in Ordnung. Aber dann gibt es eine zweite Sache, die finde ich schon spannend. Also zwei, drei Sachen. Das erste ist, wieso konnte das überhaupt abfackeln? Und da haben die halt gesagt, das Dach von dem Affengebäude war aus Acryl gebaut. Normalerweise dürfen Dächer nicht aus Acryl gebaut werden, weil Dächer müssen Brandlasten aushalten okay. können. Jetzt weiß ich nicht, welche Klasse, aber eine recht hohe Klasse. Da kannst du ruhig so ein Paraffinkerzchen draufschmeißen, ja. Da passiert gar nichts. Wenn das anders wäre, dann wären ja hier nur die Strohdächer überall, da wird das andauernd brennen. Aber da wohnen halt Affen und keine Menschen drin, ne? Macht aber nichts, weil ein Bau hat das zu haben. Du darfst einen Bau nicht bauen, wenn er nicht ein brandsicheres Dach Aha. hat. Deswegen haben die früher bei den ganzen Gartenlauben diese Asbestdächer gehabt. Hm. Aber es sind immer Menschenbauen. Nee. Zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen. Ja, da wieder. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ja. Hier war ein Acryldach. Acryl zählt als brennbarer Stoff wie Holz. Mhm. Also Holz hat hohe Brandlasten zum Teil, W90 oder sowas, glaube ich. Ja, trotzdem also, ist das wie Sperrholz. Also ein ganz anderes Ding. Darfst du normalerweise nicht einfach so verbauen. Das nächste ist, das Affenhaus ist halt ein Haus, wo Leute durchlaufen. Die haben eine Besucherzahl angenommen für die Bausubstanzen da, Genehmigungsverfahren da, von 200 gleichzeitig anwesenden Leuten. Ja. Jetzt weißt du wie ich, ab 100 ein bisschen oder 101 ist man eine Versammlungsstätte. Als Versammlungsstätte hast du schon mal ganz andere Brandzahlen. Da darfst du schon mal überhaupt nicht hier einen Scheiß bauen. Ist das Zweite, was einen verwunderlich macht. Normalerweise bei 200 Leuten hätte das als Versammlungsstätte eingetragen werden müssen, sonst was. Was haben die gemacht da in der Eintragung? Die haben gesagt, ja, da ist ja ein Tierhaus. Ja. Das haben die gesagt, das gibt es aber im Gesetz nicht. Okay. Und wenn da 200 Menschen drin sind, ist das eine Versammlungsstätte. Da können die draufschreiben, was die wollen. Da können die Theater draufschreiben, da können die Tanzhalle, Wartehalle. Ist immer dasselbe. Es gab neulich diesen Swingerclub in Hattingen. Versammlungsstätte. Das war doch, hast du das mitbekommen? Nein. Was? Alter, Entschuldigung. Ach, das mit der Bonpflicht? Nein. Das war was anderes. In Hattingen war die Geschichte, ich dachte immer, Swingerclubs, das sind so traurige Veranstaltungen, wo der Inhaber und seine drei besten Freunde Dieter und Gabi sitzen und wenn das Fernsehen kommt, kommen noch zwei Pärchen dazu. Also wenn ich das früher bei RTL bei diesen Sexsendungen gesehen habe, das hat immer so erbärmlich. So, und in Hattingen gibt es irgend so einen Swingerclub.
Und da gab es einen CO-Alarm, also so, man fühlte sich so seiner Sinne benommen. Und dann standen, ich glaube, 300 Leute in Bademänteln da draußen, weil die da rausgejagt wurden. Das DRK musste die in Bussen irgendwie wegkarren. Das war also auch versammlungsstättenmäßig. Und alle in Tiger und Tod. Das war aber anscheinend Fehlalarm auch. Aber hast du das mitgekriegt von dem Puff mit der Bonpflicht? Ja, das war, eine geile Geschichte. Ein Typ am ersten, jetzt ist Bonpflicht, ich habe ja getattert, jetzt will ich aber meinen Bon haben. Haben sie natürlich rausgeschmissen, hat der Typ die Bullen geholt. Richtig. Dann ist er mit den Bullen zurück, wo ist mein Bon? Und dann haben die sich mit den Türstern drauf geeinigt, der kriegt den Bon auf die Hand geschrieben. Geile Nummer, geile Nummer. Also das war, wir waren eigentlich bei den Affen und waren jetzt über abgewichen Feueralarm. Von den, aber nur wegen den Versammlungsstätten. Also auch ein Zwingerclub ist eine Versammlungsstätte, auch der braucht ein vernünftiges Dach. Und damit habe ich zwei Sachen, die ich spannend finde, die bei der Schuldberechnung nachher da berücksichtigt werden müssen. Wer hat die Baugenehmigung gegeben? Haben die vielleicht ohne Baugenehmigung irgendwas vor sich hingeschummelt, weil die gesagt haben, scheiß drauf, was da drin ist? Ja. Und das Letzte, wo war die Sprinkleranlage? Das darf nicht sein. Die sagen ja Sprinkler, gut, aber die haben gesagt, Sprinkleranlage geht nicht, weil da so viel Staub aufgewirbelt ist, ständig, dass du andauernd Feueralarm hättest. Aber da musst du was anderes anfallen lassen. Ja, da gibt es viele. Da gibt es Brand, was weiß ich. Oh. Sonst müsstest du ja sagen, Sprinkleranlage kannst du nicht. Aber dann ist jetzt die Grätenfrage, die Grätschenfrage pro oder contra zu. Du. Das sind die Fragen, wo ich mich immer drücke. Also ich habe da jede Meinung und kann jede Frage. Ich habe auch jede, das wechselt so nach Tagesform bei mir auch. Nochmal ganz kurz zurück, Entschuldigung, wichtiger Exkurs. AfD nächsten Samstag, AfD-Landesparteitag in Marl. Meine Heimatstadt, AfD-Landesparteitag, morgens um 9 Uhr, ich bin angefragt worden, ob ich da was mache, nicht bei der AfD, sondern über und gegen und vor der AfD. 9 Uhr schaffe ich, glaube ich, nicht. Also da bin ich nicht zurechnungsfähig und nicht sprechbereit. Ich habe das damals bei der WR, als die Westfälische Rundschau zugemacht wurde und abgewickelt wurde, versucht. Ich war so übermüdet, ich konnte kaum sprechen und habe mich angehört wie ein Vollalkoholiker, obwohl ich wichtige Sachen zu sagen hatte. Nee, die machen das in Mal und jetzt wird es interessant. Das ist so eine Eventhalle und der Betreiber dieser Eventhalle hat, glaube ich, so einen türkischen Namen zumindest. Und der sagt, du, ich will die gar nicht hier haben, aber der Eigentümer hat so ein Belegrecht, also was über das Mietrecht hinausgeht. Ja, da sind die dann halt in Marl. Boah, was ein Scheiß. Ärgert mich sehr. Aber da glaube ich ja auch wieder, dass das bald vorbei ist. Wir haben es bald überstanden. Ja, Moment, aber dann, nee, du kommst hier nicht weg, David. Nein, du musst jetzt abarbeiten. Jetzt du hast jetzt hier den Sprung zur Arbeiter, zur neuen Arbeiterpartei. Weil der ehemalige, ich will sagen Griester, so heißt er aber nicht. Wie heißt der nochmal? Lindner. Nein. Ah, nein, also Gerster. Gerster, ja genau. Der Gerster ist ja da hingewechselt zur FDP. Und klar, damit hat er, aber ist da was Besonderes? Nein, Lindner hat gesagt, wir sind die neue Arbeiterpartei. Also alle, die jetzt hier fleißig am Band, die sollen zur FDP kommen. Ich dachte, Alter, du bist ja wirklich am Ende, wenn du so willst. Der, die haben ein Problem. Aber ich meine, dass der Gerster da ist, ist schon mal eine gute Sache. Für die SPD auf jeden Fall. Meinst du? Ja, weil die entledigen sich ihrer Geschichte. Ich finde ja nach wie vor diese Hartz-IV-Geschichte nicht so schlimm, wie die SPD sie empfindet. Ist eine andere Sache, aber die sind froh, wenn der nicht mehr mit ihrem Parteinamen verbunden wird, glaube ich. Die sind auch froh, dass Clement gegangen ist, glaube ich. Ja, ich meine, das nutzt ihnen nichts. Neueste Umfrage ist, also sie wollen ja 30%, also das neue Duo, ne, das teuflische, himmlische Duo, die wollen ja 30%. Und das haben die jetzt ja schon relativiert. Die haben gesagt, die wollen nicht 30% in den Umfragen, sondern die wollen, wenn 30% der Bevölkerung so grundsätzlich irgendwie auch sozialdemokratische Ideen sich vorstellen können als Realität, dann sei das schon so. Und im Moment, neueste Deutschland drin 13%. 13. Ja, das sind 6,5 pro Person. Die trainieren aber auch gerade am Absturz. Da muss ich jetzt was erzählen. Dann reden wir über Mülheim gleich kurz. Wir reden gerne über Mülheim. Monika Griefert schreibe ich mir schon mal auf. Ja. Ich muss dir nur eine Sache erzählen. Die haben ja jetzt diesen Plan gehabt oder gesagt, dass die Gewinne, die Grundstückseigentümer machen, Gott, wenn die Grundstücke im Wert steigen, dass das besteuert werden muss. Im Detail war das nachher gar nicht so schlimm und vor allen Dingen gibt es das schon lange, dass halt, wenn ein Acker zu Baugebiet wird, muss der Bauer dafür was zahlen. Ja. Da haben sie den Bauern schon immer Geld abgenommen. Das sind Unterschiede von 50 Cent zu 200 Euro, ne? Ja, genau. Acker. Ja. Da ist das ja alles, das, mein Gott, ne? Und die Bauern, die werden sowieso nie die CDU, die SPD wählen. Aber das hat sich alles so gelesen, als würden die den Typen, die halt irgendwo in einem Haus eine Wohnung gekauft haben, die Wohnung wird wertvoller,
die müssen dann mit einmal diese Wohnung mehr besteuern. Ja. Und jetzt habe ich einen guten Kumpel, der hat sich halt mit allem, was er hat, eine Wohnung gekauft für 60.000 Euro. Ja. Da kriegst du den Bottrop-Paläste für. Der hat dann Schwein gehabt, dann ist die Wohnung im Laufe der Zeit richtig viel Geld wert geworden. Die ist jetzt irgendwas mit 250.000, 300.000 wert. Die hat er immer vermietet. Jetzt darf der die nicht mehr vermieten für das Geld, was der normalerweise gekriegt hat. Der hat dann immer für 1.000 Euro vermietet pro Monat für sehr viel Geld, ist eine schöne Wohnung, an so Typen, die an der Uni waren. Jetzt darf er das nicht mehr, weil sie einen Mietendeckel in Berlin gemacht haben. Jetzt darf er die nur noch für 300 vermieten. Das ist eine Enteignung, 700 Euro. Der Typ, der kotzt im Strahl. Das nächste ist, jetzt kommt die SPD ran und sagt so, okay, jetzt darf sie nicht nur nicht vermieten, jetzt musst du dann auch noch das, was du an Wert hast, besteuern. Ne? Boah, den muss man hören. Und das ist ein alter SPD-Mann. Ne? Wenn der über die SPD redet, dann ist aber Schreierei. Ja, Erneuerung. Ne? All Ideen weg. Aber dann sind wir bei der SPD. Mülheim, die da einen Oberbürgermeister haben, den man bekämpft hat wie keine Oppositionspartei. In den Scholten, warum? Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist. Ich kenne mich in Mülheim nicht aus. Ich finde es nur, das hat man hier in Essen mit dem Alt-OB, dessen Namen ich vergessen habe, ja auch erfolgreich gemacht. Ja, hier der Vorgänger von Kufen, wie hieß denn der? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Den haben wir auch innerhalb der Passmann? Partei. Passmann? Passmann hört man da. Passmann? Diesen Namen habe ich schon vergessen. Ja. Den hat man ja auch innerparteilich so erledigt. In Mülheim versucht man das, hat man das jetzt erfolgreich auch. Und dann kommt man, und das ist sehr, sehr lustig, die Geschichte ist einfach total lustig, der Vorsitzende der SPD, dessen Namen ich auch sofort vergessen habe, hat gesagt, ich habe Monika Griefan bei Wikipedia gegoogelt. Er habe gegoogelt, welche berühmten Menschen denn so aus Mülheim stammen. Und dann ist er bei Moni Griefan gelandet, die ehemalige Umweltministerin in was weiß ich wo die war. Und Greenpeace-Aktivistin, die, glaube ich, nie an einer Bohrinsel gehangen hat, aber so mehr Schreibtischarbeit gemacht hat, oder? Ja, aber 65, Umweltministerin. 65 Jahre alt, kehrt zurück nach Mülheim. Aber ich glaube, den Weg kann sie sich sparen. Mein erster Ansatz war genau derselbe. Ich habe gesagt, was ist das für ein Quatsch? Mhm. Aber jetzt kommt der David, der immer eine Idee mehr hat. Nee, überlegt mal genauer drüber. Ja. So richtig doof ist das gar nicht. Du meinst, weil das so die Grünen mitnimmt, in denen das ein bisschen Wind nimmt die den was mit. Das ist gleichzeitig eine, die ein bisschen was erzählen kann. Dann hat die ihr Elternhaus in Mülheim. Die hat da bis zum Abi gelebt. Mhm. Die hat halt Erfahrung außen gesammelt, hat aber die ganze Zeit auch zu Mülheim eine Beziehung gehabt. Die war immer wieder da, hat da Sachen gemacht, hat mitgekriegt, was da passiert. Die ist profiliert. Die Grünen haben vor Ort die Kandidatin aufgestellt aus... Von der CDU. Das ist auch so eine lustige Geschichte. Tim Giesbert, was übrigens der Bruder eines... Ich habe den Namen vergessen. Tim Giesbert ist da Fraktionschef oder vielleicht sogar Parteichef bei den Grünen, weiß ich nicht. Ja. Das ist der Bruder eines ehemaligen Geierabend-Darstellers. Nebengedanke. Und der arbeitet im Ministerium für Heimat, Bau und Tralala bei Frau Diane Jägers, die ja mal in Dortmund Dezernentin war. Genau. Und die ist jetzt ins Ministerium gewechselt und... nicht Mike Giesbert, sondern Tim Giesbert hat seine Chefin, Mensch, das wäre sie doch. Also ganz kurze Weg. Die einen googeln und die anderen gucken in der Kantine. Ja. Klopfen am Nachbartisch. Und was jetzt Frau Jägers irgendwie mit den Grünen verbindet, weiß ich nicht, außer dass die Grünen selbst anscheinend sich für nicht so stark halten, als dass sie dann OB-Kandidaten stellen können. Nee, die können sich darauf verständigen. Und die hat halt in Dortmund mit dem Dezernentenstelle wohl einen ganz guten Job gemacht. Die hat da wohl einen ganz guten Job gemacht. Ja. Und dazu muss jetzt vergegenwärtigen, dass die SPD in Mülheim total verranguliert ist. Mhm. Und du hast halt diesen alten Kampf da gehabt, diese Kraft-SPD gegen die Real-SPD. Mhm. Und dann haben die so bam auseinandergeflogen. Die Krafttypen, die haben halt nur noch 30%. Mhm. 70% haben jetzt die Real-SPD-Typen. Die haben wiederum die ganzen Gewerkschafts-Heinis, die in den... Mannesmann und sonst was Betriebsräte saßen. KWU ist ja auch im Siemens Power. KWU und so. Diese Typen haben gesagt, okay, die Griefran akzeptieren wir, das ist eine gute Kandidatin, die stellen wir auf. Der Typ, der die rausgesucht hat über Google und gesagt hat, so ja, kann man sagen, ja, wie du bist, der guckt bei Wikipedia, man könnte auch sagen, der hat mal recherchiert, wie man denn aufbieten könnte, der vereinigen könnte, einen zerstrittenen Wahlkreis. Und da ist das gar nicht mehr so doof. Okay, aber die Frau ist relativ alt, ne? Die ist 65 Jahre alt und soll jetzt noch so einen Job übernehmen, von dem sie eigentlich keine Ahnung hat. Wenn sie da Oppositionsführerin oder Fraktionschefin gewesen wäre oder Dezernentin gewesen wäre, würde ich sagen, okay, dann kannst du mal reden. Also nichts gegen alte Leute, ich bin ja auch schon ziemlich alt. Aber wenn jemand aus, ich glaube, die lebt nach wie vor in Hannover, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wenn jemand zurückkehrt nach 50 Jahren,
ist das doch ein Neuanfang, den man, puh, kompliziert. Immerhin hat sie Verwaltungserfahrung als Ministerin. Ja. Also ich finde, das kann man schon machen. Ne? Monika Griefern hat diese schöne Nummer, werde ich nie vergessen, sie hat dann irgendwie demonstrativ für die Presse Bahnurlaub gemacht, also ist mit der Familie mit der Bahn nach Oberstdorf gefahren und da stand dann aber der Dienstwagen. Sollen wir die mal einladen? Da ist jetzt eine längere Sendepause, lad sie ein. Also, aber dann heißt es nachher wieder Folter, dann will die andere auch. Also dann haben wir ja, Frau Jägers. Ja, dann laden wir auch mal einen anderen OB-Kandidaten ein. Wir haben jetzt nächstes Jahr hier, ich weiß nicht. Dieses Jahr, meinst du 20? Genau, wir sind dieses Jahr. Da haben wir ja Kommunalwahlen hier, da passiert ja eine Menge. Warum sollen wir nicht mit so ein paar Leuten reden? Weil wir dann auf einmal über Kreisverkehre in Stürum reden oder über den Neubau der Volkshochschule auf dem alten Müger-Gelände. Da habe ich keine Ahnung von. Also so gut kenne ich Mühlheim, Oberhausen und Duisburg nicht. Aber wir können auch sagen, wir machen das aus der Perspektive, wie ist das mit dem Ruhrgebietswahlkampf? Okay. Ja, warum nicht? Wir ja mal hast du denn das in Favoriten oder so? Ja, wenn du jetzt unbedingt hier... Ich habe ein Problem. Mein Problem ist, du musst wählen. Ich kenne den Martin Schulz des Ruhrgebiets nicht. Ich weiß nicht, wer ist denn hier, der Fortuner ist und rumläuft und sagt... Ruhrgebiet nach vorne, wir müssen für Ruhrgebiet dies und jenes schaffen. Also, vielleicht kriegen wir den so raus. Ja, dann wird es da darauf hinauslaufen, dass ich das machen muss. Also so, das will ich nicht. Du musst morgens um 8 Uhr im Büro sein, so eine Scheiße. Nee. Pass auf, noch zwei... Wir machen, wir können ja nicht... Ja, wir können doch mal gerne überlegen. Ich habe jetzt noch zwei Kleinigkeiten. Okay. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich schon ewig spät. Gladbeck, Grüne, Gaga. Also die Grünen, also in Gladbeck gibt es diese wunderbare B224, könnte auch A52 heißen. Die sorgt dafür, dass da quasi so die Berliner Mauer mit allen Selbstschussanlagen war nichts dagegen. Also Westen und Osten Gladbecks sind zu gewissen Stunden so voneinander getrennt, also da keine Chance, ne? Weil da ist sich Dauer staut und Verkehr und Dreck und CO und NOx und ich weiß nicht, alle alles. Vereinen sich und dann töten. Haben die noch Ampeln gebaut, dass auch immer anhalten muss und anfangen. Also das ist eine Horrorstrecke, es ist schlimmer als die A40. So, und dann gab es den gescheiterten Versuch, da so einen Tunnel zu bauen, dann gab es da so eine Bürgerabstimmung, auf einmal waren alle dagegen, die Mehrheit war dagegen, dann haben wir versucht, das zu reparieren und jetzt hat man das Ding auf den Weg gebracht, dass doch ein Tunnel gebaut wird. Was machen die Grünen? Die sagen, nee, das ist scheiße. Wollen wir jetzt nicht mehr. Und dann denke ich, Leute, seid doch mal einmal irgendwie, bleibt doch mal bei einer Sache. Also jetzt sind die Grünen auf einmal dagegen. Und jetzt kommt meine Lieblingsnummer, das sind diese kleinen Meldungen. Es gab so eine kleine Meldung in der Zeitung, die Bahn repariert Brücken. Und das ist so eine Pofalla-Nummer. Das ist ein Pofallas-Bereich oder so. Der hat gesagt, ey, wir tun wahnsinnig viel. Der hat gesagt, wir reparieren und bringen in Schuss 2000 Brücken. Da denkst du, boah, Bahn, 2000 Brücken. Dann stand aber 2000 Brücken in 10 Jahren. Also dann sitzt du noch 200 Brücken im Jahr. Und dann kommt's, dann musst du wissen, dass die Bahn insgesamt 25.000 Brücken hat. Und wenn man dann 200 im Jahr repariert, sind das nicht mehr ganz so viele. Und dann sagt die Bahn noch, dass die durchschnittliche Lebenserwartung einer Brücke ist so 122 Jahre. Und wenn du dann 200 Brücken gegen 25.000 rechnest, dann werden die Brücken 5 Jahre, nachdem sie eingestürzt sind, repariert. Also weil die Brücken halten 122 Jahre und nach der Rechnung kommt alle 128 Jahre jemand mit Hammer vorbei und haut den Rost weg. Also wie so eine Erfolgsmeldung, so unkritisch einfach so als Meldung in der Zeitung erscheint. Und keiner sich die Frage stellt, ist das nicht eine Kapitulationserklärung? Ja, es ist eine Kapitulationserklärung, aber macht daraus eine Meldung. 2000 Brücken, das ist so, weil wir Zahlen immer, das sage ich immer wieder, wir können Zahlen nicht kapieren. So, die sind so abstrakt. 2000 Brücken hört sich wahnsinnig an, finde ich. Aber wenn du dann liest in 10 Jahren und denkst, 200 Brücken, ja gut, immer noch viel. Immer noch viel, auch noch jeden Tag eine, aber du hast ja auch 35.000 oder 100.000 angestellt, die müssen ja was machen. Ja. Du hast da noch ein Thema, sehen. Nee, was denn? Grüner Handyfund. Ja, das war doch geil. Also irgend so eine, es gibt ja die nachrichtenarme Zeit, und da ist so eine grüne MdB nach vorne gepresst und sagte 25 € Pfand auf jedes neue Handy, damit die wertvollen Rohstoffe nicht irgendwo in der Tonne landen. Also bei Alba in Marl, bei dieser Recyclinganlage, da brennt es ja alle 3 Stunden, weil so ein Handy-Akku sich entzündet. Die kriegen das nicht so ganz auf die Reihe da, muss man mal sagen. Gut, das ist eine andere Sache. Nein, die sagt, da schlummern diese ganzen seltenen Erden und Gold und Platin und was weiß ich, alle, die schlummern in irgendwelchen Nachttischschubladen und sonst wie. Und will, also wenn du ein Handy kaufst, so zu 25 € Pfand, was natürlich Quatsch ist, weil ich Pfand nicht auf mein eigenes Eigentum entrichten kann. Pfand kann ich nur, wenn ich das entleihe, entrichten. Das ist eine andere Frage. Es ist kein Pfand, es wird so genannt wie bei Flaschenpfand. Es ist aber kein Pfand. Juristisch gesehen ist es kein Pfand. So. Ich will einfach das dann ankaufen.
die will, dass die Leute die Handys zurückgeben. Aber natürlich ist 25 Euro, also wenn ich 25 Euro, wenn ich mein altes Handy zurückgebe, mein altes Handy bringt im Secondhand noch 150 Euro. Also das ist eine völlig beknackte Idee, die einfach mal so rausgehauen wurde, weil man wieder mal so, hey, peace. Nee, das wäre so Restwert für Handy, ne? Handy-Restwerte. Aber die sind viel höher, die Handy-Restwerte. Also das ja, ist ich meine halt so die letzte Fahrt ja. vor dem Begräbnis, wo ja. das Handy bestattet. Also, wenn du das dann noch mit dem Diesel-Audi nach Rumänien exportiert hast und dann noch 6 Jahre mit telefoniert wurde und dann Revolution, dann ist dann... Ach, wir danken, für diesen ja. wundervollen Jahresanfang. Nächste Woche versuchen wir Rasmus Beck hier ranzulocken und mit dem über Gebäude und sowas zu sprechen. Und ich versuche weiter meine Idee, zumindest drüber nachzudenken, dass wir gucken, wie ist denn der Ruhrgebietswahlkampf, dass wir dazu ein paar Sendungen machen. Was meinst du? Ich bin da, glaube ich, demnächst befangen, weil das sage ich jetzt nicht. Was trittst du an? Nein. Willst du doch? Du nein. Ja? Nein, aber man in seiner Verzweiflung fragt man nicht schon. Genau. Okay. Die haben ja keine Idee, wie sie einen Rückenbezahlkampf machen. Aber da haben wir ein bisschen mehr.